Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 6, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Hessisches Corona-Hilfegesetz mit der Drucksache 20-2663. Und auch hier hat Herr Dr. Naas das erste Wort zur Einbringung. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die hessische Wirtschaft braucht eine Perspektive. Deswegen ist es richtig, über Lockerungen und Öffnungen nachzudenken, in allen Bereichen, aber auch gerade im Bereich der Wirtschaft. Die hessische Wirtschaft braucht aber nicht nur eine Perspektive, sie braucht auch konkrete Hilfen. Derzeit sind 700.000 Menschen, ich sprach es an, in Hessen in Kurzarbeit. Wir erleben den größten wirtschaftlichen Absturz in der Geschichte unseres Bundeslandes seit der Gründung. Und die gesamte hessische Wirtschaft kämpft mit einer nie dagewesenen Rezession. In dieser allgemeinen Rezession haben aber einige Unternehmen und Selbstständige ein besonderes Opfer gebracht, nämlich immer dann, wenn das Land durch Verordnung nach § 32 des Infektionsschutzgesetzes zur Eindämmung des Coronavirus Geschäftsschließungen angeordnet hat oder Tätigkeitsverbote ausgesprochen hat. Um es klar zu sagen, diese Verordnungen waren zum damaligen Zeitpunkt notwendig. Aber die Regierungsverordnungen haben bestimmte Teile der Wirtschaft über den allgemeinen Abschwung hinaus belastet. Sie haben diese Menschen schlicht die Erwerbsgrundlage entzogen. Der Hochzeitsfotograf, die Klavierlehrerin, das inhabergeführte Geschäft in der Innenstadt, die Filmpädagogin, der Hotelbesitzer, das Reisebüro, die sind alle von Umsatzeinbußen, teilweise von bis zu 100% betroffen. Meine Damen und Herren, die wirtschaftliche Existenz dieser Selbstständigen und Unternehmen ist akut bedroht. Deswegen braucht dieser Teil unserer Wirtschaft unsere besondere Hilfe und besondere Unterstützung. Damit meine ich nicht nur kurzfristige Liquiditätshilfen und Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Denn wer durch die Verordnung des Landes nicht mehr arbeiten konnte, ist nach unserer Auffassung unverschuldet in Not geraten. Es trifft ihn hier nicht das unternehmerische Risiko, sondern es war auch unabsehbar und es konnte auch keine Vorsorge getroffen werden. Ich glaube, dass diese Krise hatte niemand auf dem Schirm. Wer die Schließung und Tätigkeitsverbote aber ausgesprochen hat, nämlich das Land, steht auch vor einer besonderen Verantwortung, hier Hilfe zu leisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Freie Demokraten sind deswegen der Auffassung, dass in diesen Fällen auch staatliche Unterstützungsleistungen notwendig sind, um die erlittenen Schäden zumindest teilweise zu kompensieren. Das ist für uns eine Frage der Gerechtigkeit. Um es zu sagen, mal klarer zu sagen, die Gefahr des Coronavirus betrifft uns alle in der Gesellschaft, die gesamte Wirtschaft. Aber während einige Betriebe weiterarbeiten durften, mussten andere schließen. Wer aber seinen Laden schließen musste, wer seine Tätigkeit aufgeben musste, mittelbar oder unmittelbar betroffen ist, Umsatzeinbußen von mehr als 25% erlitten hat, soll nach unserem Corona-Hilfegesetz eine Leistung erhalten. Und dabei werden die bisherigen Leistungen des Staates wie Kurzarbeitergeld oder eben die Soforthilfe in Abzug gebracht. Lieber Herr Finanzminister, Sie müssen also nicht zweimal zahlen an dieser Stelle. Aber meine Damen und Herren, mit dem Corona-Hilfegesetz erhalten erstmals die Soloselbstständigen, die in einer Bedarfsgemeinschaft leben oder nur geringe unternehmerische Ausgaben hatten, zum ersten Mal eine echte Hilfe. Das ist die Lösung des Problems, Kollege Frömmrich, die Sie ja in Ihrer Pressemitteilung von gestern noch angesprochen haben. Und Gleiches gilt für all diejenigen Betriebe, die noch eine Rücklage hatten und damit Liquidität. Auch die sollen in den Genuss von Staatshilfe an dieser Stelle kommen. Und genauso gilt das für die Unternehmen, die mehr als 50 Mitarbeiter hatten oder haben. Denn auch die sind bisher bei der direkten Hilfe außen vor gewesen. Meine Damen und Herren, das Corona-Hilfegesetz der Freien Demokraten sieht Leistungen des Landes zwischen 12.000 und 50.000 € vor. Das ist ein wesentlicher Beitrag zur Rettung der hessischen Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Betriebe. Deswegen gab es heute auch die Unterstützung der VAU, über die wir uns natürlich besonders freuen. Unsere Corona-Hilfe geht aber über die Soforthilfe hinaus und entschädigt gleichermaßen mit geschätzt
630 Millionen €. Das ist auch darstellbar aufgrund der eingezogenen Höchstsätze. Wir stellen uns der Verantwortung und verweisen nicht auf den Bund, wie Sie heute Morgen, der es richten soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir, der Hessische Landtag, haben 2 Milliarden € zur Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung gestellt und damit einen Handlungsrahmen geschaffen. Davon sind rund 200 Millionen € bisher als Liquiditätshilfe in die Wirtschaft geflossen. Aber wir haben damit, die Zahlen sind ja heute Morgen auch schon deutlich geworden, noch Luft. Der Bund, Ihre Bundesregierung, hat die Bazooka rausgeholt. Hessen ist aber nach wie vor nur mit der Steinschleuder unterwegs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Corona-Hilfegesetz schafft eine Perspektive für die Corona-gebeutelten Betriebe und Selbstständigen in Hessen, und es schafft nach unserer Auffassung auch Gerechtigkeit. Deswegen freuen wir uns auf die Beratung im Ausschuss und die Anhörung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Jetzt hätten Sie sogar 7,5 Minuten gehabt. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Decker für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die FDP-Fraktion hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der in jedem Fall Ansätze enthält, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die die SPD-Fraktion schon vor 14 Tagen öffentlich als dringend notwendige Maßnahmen gefordert und beschrieben hat. Sie finden das im Übrigen auch im Corona-Sofortprogramm der SPD-Fraktion, das unsere Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser in der letzten Woche bereits vorgestellt hat. Ich komme im Einzelnen noch darauf zurück. Wir müssen und werden über diese Ansätze und Forderungen in jedem Fall sehr ausführlich debattieren müssen. Ob das nun, was jetzt hier dringend zu fordern ist, in einem Gesetz geregelt werden muss, oder ob wir das nicht einfacher in einem weiteren eigenen Landesprogramm schneller und einfacher umsetzen können, das wird sich im Verlauf der Debatte noch zeigen. Der Punkt wird ja an den Haushaltsausschuss überwiesen. Und da besteht dann auch die Gelegenheit, die ein oder andere Zahl bzw. Gruppe der Anspruchsberechtigten noch genauer zu beleuchten. Da erschließt sich jetzt auf den ersten Blick nicht alles in Ihrem Gesetzentwurf. Darüber wird zu reden sein an der Stelle. Aber jetzt zur eigentlichen Zielsetzung auch unseres Ansinnens. Die Große Koalition in Berlin, meine Damen und Herren, hat mit einem beispiellosen Kraftakt binnen Kürze auf die Krise reagiert und das größte Hilfsprogramm auf den Weg gebracht, das diese Republik bis dato gesehen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will ausdrücklich anfügen, dass dies auch in der Bevölkerung auf große Anerkennung gestoßen ist, meine Damen und Herren. Und ja, natürlich hat auch das Land einen immensen Kraftakt unternommen, um sich mit einem eigenen Beitrag gegen die Krise zu stemmen. Auch das war ein beispielloser Akt, mit dem wir hier einmütig und gemeinsam, das will ich an der Stelle ausdrücklich betonen, einen Nachtragshaushalt von sage und schreibe 7,5 Milliarden € beschlossen haben und damit die hessischen Hilfsprogramme und Unterstützungsmaßnahmen erst in Gang gesetzt haben. Unser Fraktionsvorsitzender hat es gestern in der Generaldebatte schon auf den Punkt gebracht. Das Herz der Demokratie schlägt im Hessischen Landtag. Deswegen unterstützen wir die Landesregierung, wo immer es geboten ist. Das haben wir getan und werden es sicherlich da, wo es sinnvoll und vernünftig ist, auch weiterhin tun. Aber, meine Damen und Herren, ich sage auch sehr ausdrücklich, wir legen auch dann den Finger in die Wunde, wenn es notwendig ist. Und vor allem dann, wenn es um die Strategie für die nächsten Wochen und Monate geht. Und das hat mein Kollege Tobias Eckert heute Morgen an einem anderen Punkt auch schon einmal für meine Fraktion deutlich gemacht. Die Soforthilfen sind auf den Weg gebracht. Das ist gut so. Aktuelle Zahl von dem Wirtschaftsminister gehört und gelesen, 815 Millionen €. Das ist gut so. Ich will aber an der Stelle auch darauf hinweisen, dass das in jedem Fall mindestens zwei Drittel auch Bundesmittel waren, auch Landesmittel, aber im wesentlich kleineren Teil. Das könnte darauf hinweisen, in der Tat, dass dann noch Luft nach oben ist für weitere Maßnahmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt sind weitere Schritte notwendig. Vor allen Dingen sind nach unserer Auffassung nachhaltige Schritte notwendig, weil es nachhaltig von der Krise betroffene Branchen gibt, die sich nicht so schnell von dieser Krise erholen werden. Es ist eben angeklungen und heute Morgen übrigens auch schon. Ich will die Branchen auch noch einmal aus unserer Sicht benennen. Es ist natürlich die Gastronomie und die ganze Hotelbranche, aber es ist auch die gesamte Veranstaltungsbranche, und es sind die Schausteller,
Und es sind natürlich auch die gesamte Reisebranche, einschließlich der Busunternehmen, sowie die gesamte Fitness-, Gesundheits- und Sportbranche, die dringend die Hilfe brauchen. Sie sind nämlich so nachhaltig betroffen, weil es in der Tat in diesen Branchen kaum einen Nachholeffekt gibt. Und ich meine, mich erinnern zu können, Kollegin Kinke von der FDP-Fraktion, im Moment nicht im Saal, hat heute Morgen das Beispiel mit der Pizzeria gebracht. Sie freut sich drauf. Entschuldige bitte, von den Grünen. Okay. Dass sie sich freut auf die erste Pizza, aber leider nur eine essen kann. Ich umschreibe es mal mit meiner Stammkneipe. Ich freue mich, mit meinen Freunden und Freundinnen und den Fußballkameraden wieder ein Bierchen trinken zu können. Aber da geht auch nicht mehr rein, als rein geht. Das schaffen wir auch nicht an der Stelle. Und mit Abstand. Mit Abstand. Aber es ist klar für uns alle, das werden die nicht mehr reinholen und die gesamten anderen Branchen auch nicht, was sie jetzt versäumt haben in der Krise. Das ist völlig klar. Und wir begrüßen übrigens auch, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz gerade auch diesen Branchen finanziell helfen will. Gleichzeitig muss das aber auch in den von mir eben beschriebenen Branchen so geschehen, und zwar gezielt und nicht mit der Gießkanne. Und ansonsten sind all diese Bereiche massive Einbrüche zu befürchten, meine Damen und Herren. Und das wird dann auch oftmals so sein, dass sich manche Betreiber von solchen Einbrüchen dann möglicherweise auch nicht mehr erholen werden. Und bei all dem, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir auch immer die Tausende von Arbeitsplätzen im Blick haben. Jeder geschlossene Betrieb bedeutet nämlich gleichzeitig den Verlust von Arbeitsplätzen. Und das ist auch ein Thema, das uns ganz besonders umtreibt an der Stelle. Und genau deshalb übrigens betrifft das dann auch die ländlichen Regionen, wenn ich mal so die Ausflugslokale und vieles andere mir anschaue. Und genau deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen wir auch die Landesregierung hier in einer besonderen Pflicht. Und ich denke, es muss auch im Interesse von CDU und Grünen liegen, solche gravierenden Einbrüche in diesen Branchen zu verhindern. Und damit es auch zukünftig diese vielfältigen Angebote gibt, die ich beschrieben habe, und damit es auch zukünftig dort diese Arbeitsplätze gibt. Und auch der hessische Wirtschaftsminister, ich komme auf die Touristik mal kurz zu sprechen, stellt immer gerne die Rekordzahlen bei den Übernachtungen in den besonderen Fokus. Den Jubelzahlen sollten jetzt aber konkrete Taten folgen, meine Damen und Herren. Und deswegen meinen wir, das Land muss hier durch eine gezielte Hilfsmaßnahme flankierend helfen. Und ich will auch noch einmal kurz darauf eingehen. Ja, es gibt auch Kreditprogramme über die KfW, die Mikrokredite über die WIBank. Das ist richtig. Es ist auch gut so. Das haben wir ja einstimmig auch mitbeschlossen und auch unterstrichen, dass es gut so ist. Aber ich will auch darauf hinweisen, wenn ein Betrieb erst einmal in Schleudern gekommen ist, Umsatzeinbrüche hatte und dann auch noch Kredite zurückzahlen muss, dann wird das für viele extrem schwierig. Deshalb brauchen die auch direkte Unterstützung des Landes. Und das ist der Grund, warum wir diese auch hier einfordern. Und es ist wahrscheinlich allen klar, mit einigen Ausnahmen vielleicht hier im Haus, dass es mit den einfachen Lockerungen in der Branche, die es sicherlich braucht, nicht getan sein muss. Ist aber klar, muss auch jedem sein, dass man in diesem Bereich auch nicht einfach nur sagen kann, so ab dann und dann gilt die Lockerung. Und nun seht mal zu, wie es läuft. Wir wünschen euch alles Gute. Das reicht wahrscheinlich nicht. Denn dann müssen wir befürchten, dass in der Tat der ein oder andere Betrieb mit seinen Arbeitsplätzen den Bach runtergeht. Nein, diese Branchen brauchen finanzielle Überlebenshilfen mit dem Ziel, ihnen eine Wiederaufnahme ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit perspektivisch zu ermöglichen. Und dazu braucht es eben auch das Land. Und das können Sie auch nachlesen bereits in unserem Papier, das ich eben schon zitiert habe, ganz konkret durch Landesunterstützung, auch aus dem Landessäckel. Und wenn Sie das mit dem Bund gemeinsam machen wollen, dann würde uns das freuen. Aber wir dürfen nicht alleine warten, bis der Bund das macht, sondern da muss auch das Land schnell und zügig an der Stelle helfen und auch selbst Geld in die Hand nehmen. Und lassen Sie mich noch, wenn es gestattet ist, zwei Sätze zu den Solo-Selbstständigen sagen. Auch da haben wir darauf hingewiesen, dass das nicht so sein kann, dass wir den schwarzen Peter zwischen Bund und Land hin und her schieben. Wir alle kennen das Problem. Wir haben das beschrieben und heute Morgen auch schon ausführlich diskutiert, warum das bei manchen Solo-Selbstständigen so ist, dass sie nichts bekommen können. Aber wir können diese Leute nicht im Regen stehen lassen. Ich will an der Stelle noch betonen, das ist inzwischen ein echter Wirtschaftsfaktor und Arbeitsmarktfaktor geworden, diese Vielzahl von Solo-Selbstständigen. Und nehmen Sie sich bitte ein Beispiel an den Bundesländern Hamburg und auch an der schwarz-grünen oder grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg. Die haben aus eigenen Mitteln ein Landesprogramm, einen Fonds aufgelegt, um daraus auch den Solo-Selbstständigen direkt unter die Arme zu greifen. Und ich denke, das tut dem Land Hessen gut und steht ihm gut zu Gesicht, wenn es das auch tut. Herzlichen Dank.
Für Bündnis 90 die Grünen darf ich Herrn Kaufmann nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben jetzt zum wiederholten Male den Auftritt von Tausendsasser Stefan Naas erleben dürfen, der sich hier sozusagen unter allen Aspekten zu dem – genau, er hat es viel besser gemacht als Sie gestern, Herr Fraktionsvorsitzender. Das kann man deutlich feststellen. Ich würde mal vorsichtig an dem eigenen Stuhl beinen, gucken, wer weiß, was da noch passiert. Aber das ist jetzt eigentlich nicht mein Thema. Sondern ich will die Gelegenheit nutzen, nachdem ja so großspurig erklärt worden ist, insbesondere auch in der Pressemitteilung, dass man von der FDP eine umfassende Lösung mit diesem Gesetzentwurf jetzt hier vorgeschlagen hätte. Deswegen betrachten wir diesen Gesetzentwurf doch einmal ganz konkret und stellen fest, eigentlich leistet er gar nichts. Das wird Sie jetzt wundern. Er stört nämlich viel mehr noch. Also erstens, ich erinnere mich immer an den früheren Kollegen Greilich, der hier stets zitierte, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Und genau das war immer Ihre Denkweise, Herr Kollege Hahn. Warum Sie von der jetzt abgegangen sind, haben Sie nicht erklärt. Zweiter Punkt. Wenn man das machen würde, was Sie in Ihr Gesetz geschrieben haben, dann könnte man insbesondere den Kollegen Al-Wazir und vor allem seine Leute und beim Regierungspräsidium Kassel nur bedauern, dann müssten Sie alle, wie viel, 120.000 Anträge ein zweites Mal anfassen. Ob das sinnvoll ist, können Sie nicht erklären. Und insoweit zeigt sich schon an dieser Stelle, dass Ihr Gesetzentwurf vielleicht doch etwas schräg ist. Der nächste Punkt ist, er bedeutet auch keinen Mehrwert für die Bewältigung der Krise. Denn eigentlich sind wir uns doch alle einig, was wir qualitativ wollen. Wir wollen denjenigen, die in eine Situation gekommen sind, für die sie selber nichts konnten und für die sie auch nicht vorbereitet sein konnten, insoweit Unterstützung leisten, dass sie die wirtschaftliche Tätigkeit und ihre Lebensexistenz beibehalten können, trotz der Krise, und auch startklar sind, dann, wenn es wieder aufwärts geht. In dieser Qualität sind wir uns doch, denke ich, alle weitestgehend einig. Und wir nennen das Solidarität, und das heißt, denjenigen, die Hilfe brauchen, ich unterstreiche das Wort brauchen, denjenigen soll geholfen werden. Bei Ihnen, tut mir leid, dass ich das so feststellen muss, ist diese Solidarität eher, zeigt sich als Kaskoversicherung. Denn Sie sagen, jeder soll was kriegen, der was verloren hat. Genau da haben Sie hier eben noch vorgetragen, Herr Naas, nämlich selbst diejenigen, die noch Rücklagen haben, sollen Erstattungen bekommen, waren Ihre Worte, die wir gerade hören durften. Und davon, in diesem Punkt unterscheiden wir uns, denn wir haben schließlich es hier mit öffentlichen Geldern, mit Steuermitteln zu tun. Und insoweit ist die Notwendigkeit, der Bedarf, ist die Voraussetzung, dass die Solidargemeinschaft sozusagen eingreift. Jetzt schauen wir doch einmal in Ihren Gesetzentwurf konkret hinein, was der eigentlich neu regeln soll. Also in den Gruppen der Unternehmen zwischen 6 und 50 Beschäftigten habe ich keinen wesentlichen Unterschied feststellen können. Bei den Unternehmen bis 5 Beschäftigten soll die Obergrenze um 2.000 € angehoben werden. Da ist sie übrigens dann, obwohl sie übrigens bei uns bereits in Hessen höher ist als in vielen anderen Ländern. Und das ist insbesondere eine Frage an die FDP. Wie kommt es eigentlich, dass Sie das hier so mit starken Worten fordern und als Gesetzentwurf vorlegen, aber Ihre eigenen Wirtschaftsminister im Nachbarland Rheinland-Pfalz und im Nachbarland Nordrhein-Westfalen bei den Obergrenzen, die auch der Bund vorgegeben hat, bleiben? Als Beispiel nur, wenn es so notwendig ist, dann müsste doch eigentlich in der FDP auch ein bisschen Austausch darüber sein, was man denn nun für notwendig erachtet. Und dann ist eine neue Gruppe in dem Gesetz definiert. Das ist die bis zu 250 Beschäftigten, die bisher sozusagen nicht in den Regelungen, die das Land auf den Weg gebracht hat, kommt. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich einmal vor, ein Unternehmen mit 250 Beschäftigten kriegt als Obergrenze 50.000 €. Das rechnet sich leicht aus. Das sind 200 € pro Beschäftigten. Sozusagen als Obergrenze ist eine in der Tat deutliche, effektive Förderung. Und deswegen, und selbst das wird nicht sein, weil die,
das nur eine theoretische und nicht die tatsächliche Obergrenze ist. Der Kollege Naas hat bei der Gesetzesvorstellung eben gerade selber ausgeführt, und da will ich auch noch einmal zu sprechen darauf kommen. Sie haben ja reichlich juristischen Sachverstand in Ihrer Fraktion, und insoweit kann man ausgehen, ist dieses Gesetz unter juristischen Aspekten, sagen wir mal, sehr durchgearbeitet. Deswegen schaue ich mir den § 5 Absatz 2 an und gehe davon aus, Sie haben sie auch hier angesprochen. Es ist so gewollt. Erstattungen, Zuschüsse, Versicherungsleistungen, Soforthilfen sind abzuziehen von der möglichen Summe. Und Sie nannten extra mit eigenen Worten auch das Kurzarbeitergeld hier vom Pult herunter. So, damit ist es klar, dass alle diese bisher in den verschiedenen Wegen, im Übrigen bei uns ist die Frage Kurzarbeitergeld und Soforthilfe zweierlei, wie Sie vielleicht wissen, wird hier bei Ihnen zusammengerührt. Es kommt übrigens noch ein zweites juristisches Problem, weil ich bei dem gerade bin, will ich es zusammenfassend auch darstellen, noch vor Sie reden von Schadensersatz in dem Zusammenhang. Sie sollten aber wissen, das kommt in der Begründung vor und in der Darstellung, Sie sollten aber wissen, dass der Schadensersatz allein nach § 56 Infektionsschutzgesetz, und der bezieht sich auf etwas ganz anderes als das, was Sie in Ihrem Gesetz stehen haben. Aber jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird es spannend. Wir machen mal ein paar ganz realistische Annahmen für dieses Unternehmen mit 250 Mitarbeitern, sagen wir 249. Ich rechne mal mit einem Personalaufwand im Durchschnitt von 36.000 € im Jahr, ist eher wenig. 3.000 € im Monat brutto. Dann sind wir noch einmal großzügig und sagen, netto ist die Hälfte. Das heißt 1.500. Und davon wären 60% Kurzarbeitergeld sind dann 900 €. Wenn Sie Ihre 50.000 Maximalsumme durch den Kurzarbeitergeld von 900 € dividieren, kommen Sie auf eine maximale Zahl von 56 Angestellten, die das Unternehmen haben dürfte. Bereits ab dem 57 Kurzarbeitenden sind die 50.000, die Sie als Maximalzuschuss zahlen wollen, schon überschritten. Ich sehe die sich kopfschüttelnden Gesichter der FDP-Juristenkollegen. Vielleicht fragen Sie mal Ihren Mathematikerkollegen, der kann Ihnen bestätigen, dass das richtig gerechnet ist. Meine Damen und Herren, und demgemäß sind auch die ja, das ist ein Unsinnsgesetz, Herr Kollege Hahn, ganz einfach. Sie hängen da eine Wurst ins Fenster, ganz dick und strahlend, und in Wahrheit bekommt keiner was, wenn es nämlich realistisch wird, so wie Sie es aufgeschrieben haben. Und das wird man an dieser Stelle doch irgendwann mal zusammenfassend darstellen können. Und deswegen sage ich, wir werden diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Er ist der untaugliche Versuch einer überbürokratisierten Regelung, Stichwort alle Anträge noch einmal anpacken. Und das meiste, nein, alles ist bereits besser geregelt. Und eine Mogelpackung, da ist der Gesetzentwurf obendrein, der viel zu versprechen scheint, aber so gut wie nichts einlöst. Deshalb will die FDP mit dem Gesetzentwurf weniger denjenigen, die Hilfe brauchen, helfen, als ihre eigene Profilneurose pflegen. Das machten Sie bitte ohne uns. Für die AfD darf ich Herrn Heidkamp ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete! In Ihrem Gesetzentwurf, liebe Kollegen von der FDP, kommen Sie zu folgender Feststellung. Vielen Selbstständigen und Unternehmen ist durch die Pandemie ein großer Schaden entstanden, für den sie keine Vorsorge treffen konnten und der auch nicht absehbar war. Für die Selbstständigen und Unternehmen tragen wir diesen Satz mit. Für Regierungen verschiedener Couleur im Bund und in den Ländern sieht es aber ganz anders aus. Diese haben wiederholt und intensiv Pandemiepläne ausgearbeitet. Das macht man nur, wenn man solche Ereignisse mit genügender Wahrscheinlichkeit für möglich erachtet. Es handelt sich bei Corona also nicht um ein nicht absehbares Ereignis wie ein Vulkanausbruch in der Eifel oder das Auseinanderbrechen des Rheingrabens. Nur, als die Regierenden ihre schönen und teuren Pläne erstellt hatten, haben sie daraus keine Konsequenzen gezogen. Sie haben weder organisatorisch noch materiell vorgesorgt. Daher konnte auch die hessische Regierung im Januar 2020, als wir im Landtag mit Anträgen schon auf die Gefahr hingewiesen und konsequentes Handeln eingefordert haben, nicht richtig reagieren. Daher blieb der Regierung nach dem großflächigen Ausbruch der Infektionen nichts anderes übrig, als die Gesellschaft, die Wirtschaft in Quarantäne zu schicken.
Laut einer IFO-Berechnung vom 22.03.2020 fällt für Deutschland damit volkswirtschaftliche Kosten von ca. 60 Milliarden € pro Woche an. Jede Woche zählt also. Für einen Virus kann man die Regierenden nicht verantwortlich machen. Für mangelnde Vorbereitung, konfuse Aktionen und Maßnahmen aber ganz sicher. Andere Länder zeigen uns, wie man mit einer besseren organisatorischen und materiellen Vorsorge die verheerenden Folgen und Kosten erheblich hätte reduzieren können. Die Pandemiepläne gab es ja. Die Fraktion der Alternative für Deutschland hat im ersten Nachtragshaushalt 2020 die Unterstützungs-, man kann sogar sagen Rettungsmaßnahmen der Regierung für die selbstständigen und kleinen Unternehmen in Form einer unkomplizierten, unbürokratischen Soforthilfe mitgetragen. Da wir unbedingt die Struktur dieser kleinen Unternehmen erhalten wollen, haben wir sogar dem sehr weitgehenden Vorschlag der Regierung zugestimmt, dass diese Hilfen nicht erstattet werden müssen. Dieses auch vom Bund großzügig mit 50 Milliarden Euro länderübergreifend unterstützte Programm legt den Fokus auf die zeitlich befristete Übernahme aller Betriebskosten in Abhängigkeit der Betriebsgröße. Das Programm unterstützt explizit nicht die Ausgaben für Personal, auch nicht des Unternehmers. Die Gesetzesvorlage der FDP macht im Gegenteil die zusätzliche Position Löhne erstattungsfähig. Da das Land Hessen die vom Bund erstatteten Mittel aufgestockt hat und durch das Hinzufügen einer neuen Gruppe von bis zu 50 Mitarbeitern, konnte alleine in diesen beiden untersten Gruppen von 5 bis 10 Mitarbeitern 76.000 Betrieben die Existenz gesichert werden, mit einem Gesamteinsatz von 630 Millionen Euro. Auf Hessen, da müssen Sie zuhören, entfallen davon nur 57 Millionen Euro. Hessen trägt also weniger als 10% dieser Ausgaben. Ich beziehe mich auf die Angaben des hessischen Finanzministeriums vom 4.5.20. Bei solchen Zahlen fällt es überhaupt nicht schwer, die Interessen der betroffenen Betriebe und der Steuerzahler im Einklang zu sehen. Ganz anders sieht es bei dem vorliegenden Gesetzentwurf der FDP aus. Hier geht es ausdrücklich nicht mehr nur um die Aufrechterhaltung einer betrieblichen Existenz und damit um ein gesellschaftliches Interesse, sondern vorrangig um das persönliche Anliegen des Selbstständigen selbst oder Kleinunternehmers. Es geht hier also um die Erstattung von in Einzelfällen beträchtlichen Gewinnausfällen, und es fällt nicht schwer, die eigentliche Zielgruppe zu erkennen. Am vorteilhaftesten wirkt sich dabei dieses Gesetz für Selbstständige mit geringen Betriebskosten und substanziellen Erlösen aus. Herr Dr. Naß hat das heute Morgen sehr substanziell dargestellt. Für den hessischen Steuerzahler würde sich das FDP-Programm nicht zuletzt wegen der fehlenden Beteiligung des Bundes sehr negativ auswirken. Das zwischen Land und Bund vereinbarte Programm erstattet ja lediglich Betriebskosten, aber keine Personalaufwendungen, keine entgangenen Gewinne. Die von der FDP ins Feld geführten 50.000 Selbstständigen und Kleinunternehmer bis zu 50 Mitarbeitern würden dagegen Hessen 450 Millionen Euro zusätzlich kosten. Im bisherigen Programm würde für die Rettung dieser 50.000 Unternehmen für das Land nur 118 Millionen anfallen, also 450 zu 118. Ein gutes Geschäft für die Zielgruppe der FDP, ein schlechtes für Hessen. In der Gesetzesvorlage wird überhaupt nicht angesprochen und auch nicht quantifiziert, dass für zukünftige Anträge für Soforthilfen bei allen Antragstellern die Zahlungen des Bundes entfallen werden. Bisher summiert sich diese Summe der Zahlungen des Bundes auf 575 Millionen Euro. Als Sahnehäubchen sieht die Gesetzesvorlage das rückwirkende Inkrafttreten der neuen Regelung zum 1. März an. Auch das Enddatum 28.02.2021 geht weit über die Drei-Monats-Regelung für das heutige Programm hinaus. Was dies für die bereits bewilligten 81.231 Anträge bedeutet, sollten wir uns nicht ausmalen müssen. Die Gerichte werden das zum Vorteil der Antragsteller entscheiden, und der Bund wird seinen Beitrag zurückverlangen.
Als uns in Wirtschaftsfragen eher nahestehende Partei hätten wir von der FDP eine unternehmerisch sinnvollere Investition der veranschlagten 630 Millionen € erwartet. Herr Naß schüttelt erregt mit dem Kopf. Wir müssen aus dem Korsett der zentralistischen Mangelbewirtschaftung so schnell wie möglich herauswachsen und mit einem unternehmerischen Ansatz, vielleicht sogar mit Investitionen, die Zeit bis zur weitgehenden Normalisierung der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Schulen usw. so signifikant verkürzen. Da Sie auf unsere Ideen immer allergisch reagieren, empfehlen wir Ihnen die intensive Lektüre eines langen Artikels des ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten Roland Koch in der FAZ vom 3.5.2020, mit dem wir weitgehend konform gehen. Das Gesetz der FDP in der heutigen Form lehnen wir im Interesse der hessischen Steuerzahler ab. Das war fast eine Punktlandung. Als Nächste darf ich Herrn Schalauske von den Linken nach vorne bitten. Vielen Dank, Frau Präsidentin, und vielen Dank im Übrigen auch an die Kolleginnen und Kollegen, die hier immer das Pult sauber machen. Ich finde, die haben auch ein großes Dankeschön verdient. Ja, ich finde, da kann man ruhig mal klatschen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung hier sind. Also jetzt ist der Gesetzentwurf der FDP hier von einigen Rednerinnen und Rednern ja schon diskutiert worden. Die FDP wünscht sich weitere Soforthilfen für Unternehmen und auch für Selbstständige, insbesondere natürlich für diejenigen, die durch notwendige staatliche Maßnahmen zum Gesundheitsschutz finanzielle und materielle Schäden entstanden sind. Und natürlich ist richtig, wir haben das ja auch heute Morgen schon beim aktuellen Setzpunkt der GRÜNEN diskutiert. In der Krise trifft es einige Bereiche besonders hart. Und auch hier ist Solidarität und Unterstützung gefragt. Soweit vielleicht erst einmal, was man an Gemeinsamkeiten festhalten kann. Und es gibt einen Punkt, den die FDP in ihrem Antrag behandelt, der uns auch sehr umtreibt und wo wir auch eine gravierende Schieflage sehen. Das ist die Lage der Soloselbstständigen und ist auch die Lage der kleinen Unternehmen. Dabei fallen nämlich gerade diejenigen im Moment durchs Raster, denen zwar massiv Aufträge wegfallen, für die das aber vor allem ein Verlust von Einkommen bedeutet aus selbstständiger Tätigkeit. Wir haben das Problem, dass dann Lebenshaltungskosten nicht berücksichtigt werden. Und deswegen sind wir gerade in dem Bereich, was jetzt kleine Unternehmen angeht, was Soloselbstständige angeht, durchaus mit dem Vorschlag einverstanden. Natürlich wird der Vorschlag dann noch mal detaillierter im Ausschuss nachher beraten werden. Aber wir sehen hier im Grundsatz ein Problem, das bisher weder Bund und Land berücksichtigt haben. So war ja auch ein bisschen die Debatte heute Morgen. Sowohl die Große Koalition im Bund als Schwarz-Grün in Hessen verweisen halt die Betroffenen sofort auf die Grundsicherung. Und wer als Selbstständiger kein Unternehmen hat, das unmittelbar Zahlungspflichten nicht erfüllen kann, steht damit also im Moment ziemlich im Regen. Wenn es dann hart auf hart kommt, dann bleibt am Ende nichts anderes als der Weg in das Hartz-IV-System. Und das finden wir doch sehr ungerecht. Wir finden, das muss geändert werden. Dabei reicht auch nicht, die Verantwortlichkeiten ständig hin und her zu spielen. Also, wenn die Bundesregierung in dem Bereich nicht zu Nachbesserungen bereit ist, was wir bedauern würden, dann sehen wir halt das Land auch in der Verantwortung, hier selber und eigenständig tätig zu werden. Und das Land muss hier insbesondere für Soloselbstständige, aber auch für kleine Unternehmen mehr tun. Gleichzeitig haben wir aber auch, ich will es mal so bei fortgeschrittener Zeit etwas diplomatischer und freundlicher formulieren, auch Beratungsbedarf, was jetzt den Aspekt der größeren Unternehmen
angeht, den die FDP jetzt auch mit zusätzlichem Geld beglücken will. Natürlich kann man feststellen, dass hier Notwendigkeiten bestehen, dass der Staat Hilfe leisten kann. Allerdings, ob die Hilfen von maximal 50.000 €, die Sie vorsehen, bei Unternehmen bis zu 200 Beschäftigten überhaupt mehr als einen ganz minimalen Effekt bewirken würden, das würde ich doch sehr bezweifeln. Und da muss ich auch ausnahmsweise mal den Überlegungen des Kollegen Kaufmanns durchaus recht geben. Ich glaube, da ist der Wunsch der FDP, so ein bisschen was für die eigenen Klientel, für die eigenen Leute zu tun, doch etwas mit ihnen durchgegangen. Ich glaube, in diesem Bereich werden die genannten Summen eben nicht reichen, um wirkliche substanzielle Hilfe für diese Unternehmen zu sein. Und aus meiner und unserer Sicht sind in diesen Bereichen eben bei größeren Unternehmen Bürgschaften, Darlehen und durchaus auch, und jetzt sozusagen kommt vielleicht ein Aufschrei, wobei da kommen wir dann auch bei den, zu den Bedingungen, sind auch staatliche Beteiligungen das durchaus geeignetere Mittel. Dazu hat ja der Bund auch ein großes Bürgschaftsprogramm auf den Weg gebracht, das Land ja auch. Ich glaube, wir haben einen Bürgschaftsrahmen von 5 Milliarden sozusagen hier ja gemeinsam beschlossen. Und ich denke, dass man die Unternehmen auch auf diese Mittel verweisen kann und verweisen sollte. Immerhin muss man auch davon ausgehen, dass viele Unternehmen, die jetzt akut in die Krise geraten sind, in den letzten Jahren ja durchaus auch gewisse Erträge hatten, Rücklagen bilden konnten. Und ich finde, es besteht hier die Gefahr beim Vorschlag der FDP, dass nun denjenigen geholfen werden soll, wobei so groß ist die Hilfe dann auch nicht, die sich vielleicht auch selber helfen können. Und ich finde es wichtig, in dem Zusammenhang noch einmal zu betonen, weil das kommt in Ihrem Antrag natürlich leider gar nicht vor. Es gibt eine riesige Schieflage, wenn in diesem Land Gelder fließen. Es gibt zum einen Großkonzerne wie die Lufthansa. Da werden mal locker eben gerne 10 Milliarden versprochen. Der Staat verspricht Milliarden, verzichtet dann auch noch großzügig auf jegliche Mitsprache. Bei denen sitzt das Geld locker. Die anderen aber müssen in die Röhre gucken. Das ist ziemlich ungerecht. Das darf nicht sein. Und um ein anderes Beispiel zu nehmen, wenn der Automobilindustrie Milliarden in Aussicht gestellt werden, obwohl sie die Leute über Jahre systematisch beschissen haben, obwohl sie sich unwillig zeigen, sozialökologisch umzusteuern und sich dann auch noch weiterhin damit brüsten, dass sie fette Dividenden auszahlen, Tochterunternehmen in Steueroasen haben, dann kann auch ich jeden Mittelständler verstehen, der ordentlich seine Steuern zahlt und der sich dann fragt, ob in diesem Land alles richtig läuft. Über diese Schieflage finden wir leider überhaupt nichts in Ihrem Antrag, und das ist ein ziemliches Problem. Was mir aber in der Debatte und in unseren ganzen Debatten überhaupt fehlt und was viel zu sehr zu kurz kommt, ist die Frage, was das eigentlich für Menschen bedeutet, diese Krise, die ihren Arbeitsplatz verlieren werden, die durch den Verlust von Einkommen in Arbeitslosigkeit, in Grundsicherung landen werden, in Hartz IV, und die dann von dem, wie wir es nennen, Armut per Gesetz betroffen sind. Es ist ja richtig, dass wir uns unterhalten, wie man möglichst viele Jobs retten kann. Da sehen wir auch noch Nachbesserungspotenzial. Denken wir an das Kurzarbeitergeld und die Frage, dass es sofort auch auf 90% erhöht werden muss, weil, wenn man in einem prekären Job steckt, die jetzige Kurzarbeiterregelung nicht zum Leben reicht. Und es ist aber zu befürchten, dass auch viele Menschen ihre Arbeit verlieren werden und das weder selbst verschuldet noch ein hinzunehmendes Schicksal ist. Ich finde, auch für die es keine staatlichen Hilfen gibt oder bei denen sie nicht ausreichen werden, da müssen wir auf mittlere Sicht auch Einkommen sichern. Wir müssen ein menschenwürdiges Leben sichern, und wir müssen die Menschen von amtlicher Gängelung und von Armut befreien. Wer heute also großzügig Milliarden bereitstellt, um Konzerne zu retten, die teilweise fette Dividenden gezahlt haben, der kann nicht allen Ernstes Selbstständige und Arbeitnehmer in die Armut schicken. Deswegen, glaube ich, müssen wir in dieser Krise auch über Hartz IV reden, darüber, wie wir es überwinden können und wie wir am Ende die Menschen und nicht die Konzerne retten. Und als letzten Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wenn Sie hier großzügig Steuergeld verteilen wollen, dann müssen Sie auch die Frage beantworten, wer das am Ende bezahlen soll. Und da unsere Vorschläge über eine gerechte Verteilung der Lasten bei Ihnen ja normalerweise nur humoristische Wallungen auslösen, haben Sie auch da ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Als Nächsten darf ich Herrn Reul von der CDU nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir befinden uns in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. So darf ich zu Beginn meiner Rede unsere Kanzlerin zitieren. Dies dürfte mittlerweile aber allen Entscheidungsträgern vollkommen klar sein. Massive Auswirkungen auf unser Gesundheitswesen und unsere Wirtschaft werden uns noch lange begleiten, und deren Folgen sind noch immer nicht absehbar. Die Existenz von vielen Unternehmen in vielen Bereichen und auch von Solo-Selbstständigen ist in einer bedrohlichen Lage. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich unsicher bezüglich ihrer Zukunft. Die Corona-Pandemie hat uns mit voller Wucht getroffen. Es gibt zu einer Bewältigung einer Krise diesen Ausmaßes keine Blaupause, wie es heute Vormittag schon in der Diskussion zum Setzpunkt unseres Koalitionspartners zum Thema wirtschaftliche Folgen von Corona abfedern, Hessens Unternehmen unterstützen, sehr gut ausgeführt wurde. Aber, und das lassen Sie mich an dieser Stelle machen, ich möchte noch einmal betonen, dass der Bund und das Land Hessen sehr schnell und konsequent mit einem sehr umfangreichen Hilfsprogramm reagiert haben und dabei versucht haben, die Folgen der Pandemie, soweit es geht, abzumildern. Das Programm der Soforthilfe wurde und wird auch in Hessen sehr stark nachgefragt. Bisher wurden über 800 Millionen Euro an Selbsthilfe und Soforthilfe den Unternehmen, den Solo-Selbstständigen, aber auch den Vereinen, die sich wirtschaftlich betätigen, ausgeschüttet. Insgesamt wurde schon die gigantische Zahl, der Wirtschaftsminister hat es heute Morgen genannt, von 82,5% der bisher gestellten Anträge in kurzer Zeit bearbeitet. Und das, meine Damen und Herren, muss man betonen, mit dem hoch qualifizierten Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Regierungspräsidien in Darmstadt, mit der Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Regierungspräsidien in Gießen und natürlich federführend von Kassel aus. Deshalb an dieser Stelle auch noch einmal unser großer Dank für diese Leistungen, die teilweise an Wochenenden, an Feiertagen gemacht worden sind. Und die sind freiwillig gemacht worden. Sie wurden nicht angeordnet, sondern sie sind aus Überzeugung und aus der Hilfe heraus gemacht worden. Dies ist ein großes Lob, und dafür sind wir alle gemeinsam sehr dankbar. Und von dem einen oder anderen Redner klang es ja schon an, dass es irgendwo Kritik gegeben hat oder geben könnte für die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, und die Absicherung, dass wir Dokumente verlangt haben, die vorgelegt werden mussten. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben Recht behalten, dass wir auch Kontrollen durchgeführt haben. Denn in anderen Bundesländern können wir ja heutzutage besichtigen, welche Probleme dort entstehen und welche Betrugsfälle vorliegen, sodass dort einzelne Maßnahmen sogar ausgesetzt werden mussten und überprüft werden müssen. Dies ist bisher glücklicherweise Stand jetzt in Hessen noch nicht passiert. Und das ist auch ein Punkt, der wirklich wieder der qualifizierten Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sehr akribisch zu verdanken ist, die dort gemacht worden sind. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass die Hilfen, die wir geben, dass sie, sage ich mal, relativ unbürokratisch und schnell und konsequent bei den Antragstellern auch ankommen, soweit dort alle Daten vorliegen. Und wie gesagt, dort, wo sie noch nicht vorliegen, dort sind halt ein paar Nachfragen noch gemeinsam zu beantworten. Daneben, neben den Soforthilfen, ich sage gleich etwas zu eurem Antrag, weil da ist viel davon schon gesagt worden, ist nichts Neues drin, ist eigentlich fast obsolet, aber ich werde nachher noch kurz etwas dazu sagen. Es ist aber wichtig, weil ja hier der Eindruck entstehen soll, dass wir bisher nichts gemacht haben. Und deshalb, meine Kolleginnen und Kollegen von der FDP, müssen Sie es ertragen, dass wir Ihnen hier auch vortragen, was wir bisher alles getan haben und was wir auch dort an dieser Stelle schon auf den Weg gebracht haben in den letzten Wochen. Insgesamt, neben den Soforthilfen, machen die steuerlichen Hilfen einen weiteren wichtigen Baustein aus. Diese belaufen sich durch Erstattungen, Herabsetzungen und Stundungen bisher auf bereits 1,6 Milliarden Euro. Dazu kommen noch Rückerstattungen und auch Sondervorauszahlungen der Umsatzsteuer von insgesamt 1,5 Milliarden Euro.
eine weitere Komponente, und dies ist es. Und damit werden wir uns dann auch dem Antrag der FDP annähern, über den ich etwas verwundert bin in seiner inhaltlichen Ausgestaltung, weil da sind wir Besseres von Ihnen gewöhnt, meine Kolleginnen und Kollegen von der FDP, als diesen Antrag, den Sie hier heute vorlegen. Nämlich die Programme der WIBank. Was macht die WIBank? Die WIBank gibt Liquiditätshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie für freiberuflich-tätige und am Markt tätige Sozialunternehmen in der Rechtsform einer GmbH von Darlehensgrößen von 5.000 € bis 200.000 €. Und für die mittelständische Wirtschaft gibt es die Mikrokredite, die hervorragend nachgefragt werden. Für 35.000 € können dort beantragt werden. Und wenn zum Jahresende nicht nachgewiesen wird, dass Gewinne dort gemacht worden sind, dann können bis zu 50% dieser verausgabten Kredite dann als Zuschuss gewertet werden, sodass nur die Hälfte zurückgezahlt werden muss. Dazu kommen die Programme für die Vereins- und Kulturarbeit, für die Filmförderung und in anderen Bereichen, die wir aufgelegt haben. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren von der FDP, ich muss mich an dieser Stelle schon sehr wundern. Es ist ja gesagt worden, zu dem Punkt 1, zu den Soforthilfen, die wir hatten, mit 10.000 € wollen Sie 2.000 € drauflegen. Wir müssten alle Anträge noch einmal anpacken in diesem Bereich. Und der größte Anteil der Anträge ist aus dem Bereich von 0 bis 5 Mitarbeiterinnen und diese 10.000 €. Dort müssten wir eine neue Prüfungsroutine machen, um 2.000 € mehr zu geben. Ich glaube, da gibt es klügere Hilfsmaßnahmen und Unterstützungsmaßnahmen, die man in der Zukunft machen kann, als dies in einem Gesetz zu machen und dort von vorne noch einmal zu beginnen. Und was mich am meisten wundert, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sagen 50.000 € für Unternehmen bis 250 Mitarbeiter. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn Sie einfach einmal schauen, was dort die WIBank anbietet. Die WIBank bietet nämlich an einen KfW-Schnellkredit für den Mittelstand. Und dort ist es genau aufgegliedert. Bis 249 Mitarbeiter können dort zu 100% abgesicherte KfW-Kredite für 500.000, das geht bis 50 Mitarbeiter, und darüber hinaus mit 800.000 € beantragt werden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren von der FDP, 50.000 oder 500 oder 800.000 als einen Kredit zu beantragen, den zu bekommen mit 100%iger Unterlegung der KfW, ich glaube, da ist es für ein mittelständisches Unternehmen relativ klar, wo es sich entscheidet. Und damit ist auch Ihr Antrag in diesem Punkt von vornherein erledigt und nicht notwendig. Er schafft nur unnötigen Bürokratismus, weil wir haben die Instrumente, die Sie einfordern, haben wir schon über die WIBank und die KfW an dieser Stelle. Und deshalb glaube ich, können wir natürlich den Beratungen im Ausschuss sehr positiv entgegensehen. Wir können dies dann noch einmal gemeinsam miteinander austauschen. Aber ich glaube, eins muss man auch sagen, nach den gewissen Paketen, die wir gemeinsam bisher beraten haben und die weiteren Maßnahmen, die wir besprechen werden, auch einen weiteren Nachtragshaushalt. Eins ist vollkommen klar. Die Auswirkungen dieser Pandemie werden wir nicht alleine durch staatliche Hilfen komplett ausgleichen können. Und die Flut des Geldausgebens muss mittelfristig auch wieder in geordnete Bahnen geführt werden. Meine liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist ein mahnender Hinweis, den wir gemeinsam beachten sollten. Wir wollen Hilfe geben, wir wollen den Unternehmen helfen, wir wollen den Menschen helfen, aber wir müssen auch für die zukünftigen Generationen denken, dass wir dort eine Verantwortung haben und dass wir die jetzigen Ausgaben auch irgendwann wieder refinanzieren müssen. Dazu fordere ich Sie auf, darüber mitzustreiten, nachzudenken, wie der richtige Weg ist, wenn wir aus der Krise kommen, wie wir danach die finanziellen Dinge auch gemeinsam wieder in die Hand nehmen und in geordnete Bahnen führen. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Finanzminister Boddenberg das Wort. Sozusagen. Ja, liebe Frau Präsidentin, lieber Holger Bellino, stimmt, Jungfernrede als Finanzminister. Aber ich werde mir Mühe geben und danke schon jetzt, lieber Jörg-Uwe, für deinen Vorabbeifall. Ich weiß nicht, ob du nachher noch applaudieren wirst, aber jetzt werde ich dann doch ein bisschen förmlicher. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal will ich mich sehr herzlich bedanken für die Debatte insgesamt heute. Matthias Wagner hat, glaube ich, gestern festgestellt, dass die Stimmungslage zwischen Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen eine andere ist als beim letzten Mal. Das war von der SPD, aber auch von anderen, insbesondere auch der FDP, angekündigt.
Und ich will ausdrücklich sagen, dass ich das auch in Ordnung finde, dass wir jetzt wieder den notwendigen Streit unter Demokraten um die besten Wege führen. Das Zweite ist, und das ist mir wichtig, und ich habe es ja eben unerlaubterweise ohne Rüge von der Regierungsbank zwischengerufen. Es ist ja ein völliger Zufall, dass an dem Tag, an dem die FDP ihr Gesetz hier einbringt, die VHU sich entsprechend geäußert hat. Also ich glaube, man könnte schon auf die Idee kommen, dass das eine ähnliche Interessenlage ist. Ich sage nur, Herr Dr. Naas, bei der VHU erwarte ich es förmlich, dass sie solche Forderungen, wenn sie denn auf dem Markt sind, unterstützt und ebenfalls einfordert. Sonst würde sie ja ihren Job nicht machen. Zu dem, was Sie vorgelegt haben, will ich aber in aller Sachlichkeit schon auch einige Anmerkungen machen. Die erste Anmerkung ist die, Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf, dass Sie eine Förderung wollen, mehr oder weniger einen Schadensersatz wollen. Und da bitte ich schon bei diesem Terminus ein wenig sehr um Vorsicht. Weil wenn wir über Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit Corona reden würden, würden wir über Summen reden, die, glaube ich, jeden öffentlichen Haushalt sprengen. Und ich glaube, wir sind uns und hoffe, wir sind uns einig, dass die Staatshaftung in diesem Zusammenhang keine Rolle spielt, sondern alles, was wir machen, sogenannte Billigkeitsleistungen sind, wie wir sie bei Naturkatastrophen auch haben. Und insofern wir nicht in eine Haftungsproblematik kommen. Ich gehe davon aus, dass wir das und hoffe, dass Sie das auch von der FDP als Einschätzung teilen. Sie verweisen in Ihrem Gesetzentwurf aber auf, in Anführungsstrichen, Schäden, die unmittelbar oder mittelbar entstanden sind, bezogen auf § 32 Infektionsschutzgesetz. Da frage ich mich, wie Sie das definieren und wie Sie das am Ende konturieren wollen. Denn mittelbar betroffen sind eigentlich fast alle. Und insofern reden wir über Größenordnungen, die, und da haben Sie an Ihrem Antrag oder in Ihrem Gesetzentwurf auch einen Betrag genannt, mit diesem Betrag aber ganz sicher nicht zu erfüllen sind. Da reden wir über ganz andere Summen. Wenn ich das ausrechne, was Sie aufgeschrieben haben, im Worst-Case-Szenario bezogen oder mit dem Blick des Finanzministers, dann reden wir über 1,5 bis 2 Milliarden € nur für die Bereiche, die Sie hier aufgeführt haben, nämlich zusätzliche Leistungen dort, wo wir schon welche hatten, und zusätzliche oder neue Leistungen dort, wo wir jedenfalls bisher keine Zuschussleistungen haben. Und zu den 50.000 € und den 250 Mitarbeiter großen Unternehmen ist ja schon einiges gesagt worden. Ja, das ist auch für so ein Unternehmen natürlich viel Geld, 50.000 €. Aber es ist ungefähr das Äquivalent für einen Beschäftigten von 250. Also es löst nicht in Wahrheit jedenfalls das Problem, das dieses Unternehmen möglicherweise hat. Und deswegen will ich schon auch sagen, und das sage ich auch noch einmal mit Blick auf die VHU, die ich sehr schätze, auch in ihren Einschätzungen, also meine Gespräche mit der Wirtschaft haben immer auch die zweite Komponente, nämlich die ist eben von Kollegen Reul angesprochen worden. Das Ganze muss am Ende auch irgendwie bezahlt werden. Und zahlen tun es am Ende des Tages die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über ihre Lohnsteuern und die Unternehmerinnen und Unternehmer mit Körperschaftssteuer oder mit Einkommensteuern, je nach Rechtsform der Unternehmen. Und bei einer Gesprächsrunde in der letzten Woche, natürlich telefonisch, bevor der Gesundheitsminister auf schlimme Gedanken kommt, also bei einer Telco mit den Präsidenten aller IHK und aller Handwerkskammern in Hessen, war das eines der zentralen Themen, dass Sie uns aufgeben als Politik, dass wir, ich sage es mal salopp, die Kirche im Dorf lassen. Und deswegen sollten wir mit Steuergeldern so umgehen, dass sie möglichst effizient eingesetzt werden. Und ich finde, das machen wir bis jetzt. Und um es noch einmal klarzustellen, bei den Soforthilfen, die wir bisher haben, reden wir über mittlerweile einen Betrag, der sich in Richtung einer Milliarde bewegt. Und wenn man den Monat Mai noch einmal zu Ende denkt, mit täglich rund 1.000 neuen Anträgen, dann werden wir am Ende bei 1,3, 1,4 Milliarden sein, wenn sie denn alle genehmigt sind, beziehungsweise Tarek Al-Wazir hat ja davon gesprochen, dass 10% roundabout auch nicht genehmigt werden, auch aus gutem Grunde nicht genehmigt werden. Reden wir für den hessischen Anteil bei ungefähr einem Viertel über roundabout 400 Millionen €. Das ist ziemlich viel Geld für den Landeshaushalt, der, wie wir wissen, insgesamt unter normalen Bedingungen rund 30 Milliarden € umfasst. Und um solche Summen hätten wir hier ansonsten ziemlich viele Monate sehr, sehr intensiv gestritten. Ich will aber auch ausdrücklich sagen, und das sage ich zum Schluss meiner Ausführung, also ich kann mir noch einigermaßen mich noch erinnern, wie es denn so als Unternehmer ist. Ich habe das dieser Woche einmal in einer der vielen Runden, die wir zurzeit haben, gesagt. Ich stelle mir den Eigentümer, den Verantwortlichen in einem mittelständischen Unternehmen vor. Nehmen wir ein Unternehmen der Gastronomie, seit 60 Jahren auf dem Markt, in dritter Generation,
die Enkel und die Nichten und die Neffen und die Schwiegermutter, alle mit im Unternehmen, 7 Tage die Woche. Und die erleben jetzt gerade in den letzten 4, 5, 6 Wochen, dass ihr Unternehmen möglicherweise vor existenziellen Herausforderungen, also Licht vor der Schließung steht. Und wie es denen gerade geht, kann ich mir nun wirklich sehr, sehr gut vorstellen und das nachvollziehen. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass das uns allen so geht. Und deswegen wäre ich schon sehr dankbar, das sage ich auch mal in Richtung der LINKEN, wenn Sie diese Betroffenheit, die Sie auch teilen, nicht einrühren in Ihre Dauerrhetorik, dass den Kleinen nicht geholfen wird, während die Großen 10 Milliarden Volumina Kredite bekommen. Ja, können Sie mir mal bitte sagen, wo da der Unterschied ist? Also erstmal sind es in beiden Fällen ziemlich viele Menschen, die betroffen sind. Bei der Lufthansa, über die Sie gesprochen haben, 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die ich mich jedenfalls genauso kümmern will, wie um die Mitarbeiterinnen im gastronomischen Betrieb um die Ecke. Das will ich hier einmal sehr deutlich sagen. Und hier geht es nicht um die, und hier geht es auch nicht um die Dauerrhetorik der LINKEN, dass wir über die Bonizahlungen für Manager reden. Da bin ich ja sogar vielleicht noch bei Ihnen. Aber bei den Aktionären handelt es sich auch nicht nur um New Yorker Hedgefonds, sondern schlichtweg häufig um Unternehmen, die das Geld von Menschen verwalten, beispielsweise für die Altersvorsorge. Und deswegen ist eine Dividende auch nicht von vornherein bäh, sondern etwas völlig Normales auf dieser Welt, nur nicht in Ihrer Welt. Das ist aber auch nichts Neues. Und Kolleginnen und Kollegen, ich will zum Schluss kommen und sagen, was ist unsere aktuelle Aufgabenstellung? Unsere aktuelle Aufgabenstellung ist es, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen weiter in der Lage sind, ihre Rechnungen zu zahlen, schlichtweg ihre Rechnungen zu zahlen. Und deswegen hat Kollege Reul völlig recht, wenn er darauf hingewiesen hat, dass wir, was Liquiditätsproblematiken anbelangt, eine ganze Menge Dinge im Köcher haben und die auch sehr gut funktionieren. Und auch dort will ich sagen, haben wir schon ziemlich viel erreicht. Und ich darf auch das vielleicht hier noch einmal wiederholen. Thomas Schäfer war einer derjenigen, der mit dafür gesorgt hat, dass wir beispielsweise in den Größenordnungen, die beschrieben worden sind, nämlich bis zu 800.000 € Kredithöhe, eine Situation haben, dass wir eine hundertprozentige Übernahme des Haftungsrisikos durch die öffentliche Hand haben. Ich will ausdrücklich sagen, das ist bitte eine Regel, die wir nur vorübergehend haben sollten, wirklich nur vorübergehend haben sollten, die aber jetzt dafür sorgt, dass Banken jedenfalls von den bürokratischen Monstern, die sie gezwungenermaßen zu absolvieren haben, wenn sie Kredite ausreichen, jedenfalls in dieser schwierigen Phase Abstand gewinnen können. Und deswegen glaube ich, ist das eines der zentralen Möglichkeiten, Liquidität zu schaffen, auch in Größenordnungen, die bei größeren Unternehmen schon eine Rolle spielen, und eines der vielen Instrumente, von denen ich jedenfalls glaube, dass wir sie hoffentlich alle gemeinsam tragen und unterstützen sollten. Herr Minister, darf ich Sie darauf hinweisen, dass die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit abgelaufen ist? Ja, danke sehr. Ich gucke den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses an. Ja, wir müssen uns weiter über die eine oder andere Branche unterhalten, die besonders problematisch ist. Das ist von Wolfgang Decker zu Recht gesagt worden. Und nicht nur unterhalten, sondern wir müssen auch Lösungen finden. Der Bund gemeinsam mit uns arbeiten an diesen Lösungen. Darüber reden wir im Haushaltsausschuss und sicherlich auch hier im Landtag demnächst wieder. Deswegen will ich ausdrücklich sagen und noch einmal Danke sagen für die Bereitschaft, dass wir so offen miteinander auch im Haushaltsausschuss reden, am Ende aber auch, dass alles, was wir hier noch vor uns haben, gemeinsam auf die Rampe bringen. Mit einem zweiten Nachtragshaushalt, ich habe das angekündigt, auch terminlich angekündigt, von dem ich ebenfalls dankbar bin, dass es eine Zustimmung dafür gibt, diese engen Terminplanungen auch mitzutragen, und einem Nachtragshaushalt, von dem ich hoffe, dass wir es wieder hinbekommen, dass wir gemeinsam das, was wir hier gemeinsam lösen müssen, auch tatsächlich gemeinsam lösen, auch in Haushalten, die jetzt außer der Reihe stattfinden und der Krise geschuldet sind. Das will ich noch einmal als Appell an die Oppositionsparteien richten. Ansonsten danke ich mich für die bisher gute Zusammenarbeit und für die vielen Glückwünsche für eine am Ende auch sehr spannende Aufgabe, die ich übernehmen durfte. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Meine Damen und Herren, dann verfahren wir so, dass nach der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Freien Demokraten Hessisches Corona-Hilfegesetz, nach der ersten Lesung, wir federführend diesen Gesetzentwurf an den Haushaltsausschuss überweisen, mitberaten an den Wirtschaftsausschuss. Dem wird so entsprochen.